Das wäre so mega nice. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal schnell das Rift zumachen. Und wir holen hier einmal schnell die Gabe des Sammlers raus und tun hier den anderen Ring wieder rein, damit wir noch mehr Damage und noch mehr Movement Speed rausholen. Und tun jetzt nochmal schnell einmal unser Locktuch, unser Locktuch hier auf Dolchfächerschaden umrollen. Ich hoffe, da ist Dolchfächer dabei. Sollte aber eigentlich, ja. Na komm, gib mir doch einfach diesen komischen Dolchfächer. Natürlich mein Glück mit Würfeln und Rollen, und ich habe da so ein Glück, das ist der absolute Wahnsinn. Es muss doch irgendwann mal Dolchfächer kommen, das kann doch gar nicht sein. So viel Pech kann man doch in seinem Leben gar nicht haben, wie ich immer. Ich meine, ich habe zwar heute schon das Locktuch in Uralt bekommen, wo ich schon die ganze Zeit drauf warte. Jetzt fehlen mir immer noch drei Sachen in Uralt, die ich ganz gerne hätte. Das gibt's doch nicht. Jetzt immer, wie müsst ihr euch mal. Jetzt erzähl mir aber nicht, dass meine leer sind, oder? Ha! Ich habe jetzt wirklich keine trüben Kristalle mehr. Das ist ja jetzt der absolute Oberhammer. Ich habe wirklich keine trüben Kristalle mehr. Das ist jetzt natürlich der Hit. Das ist der absolute Hit gerade. Jetzt sind mir tatsächlich in der Season die trüben Kristalle ausgegangen. Was mache ich denn jetzt? Das gibt's ja nicht. Mir sind tatsächlich die trüben Kristalle ausgegangen. Das ist ja jetzt aber ein ganz schlechter Scherz von dem Spiel. Ha, was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich das Locktuch gar nicht benutzen, weil ich keine trüben Kristalle mehr habe. Das ist doch zum Kotzen. Sind mir jetzt echt so schnell die kompletten trüben Kristalle ausgegangen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, was soll ich dazu sagen? Dann bleibt uns ja nichts anderes da übrig. Als einfach ein bisschen zu spielen und alles Gelbe aufzuheben, was uns unterwegs in die Quere kommt. Gut, wir machen das Ganze jetzt nochmal. Wir wollen ja ein bisschen die Gems mit unserem Speed-Build noch ein bisschen aufleveln. Dann wollen wir mal loslegen. Das ist natürlich jetzt auch nur ein 20er Rift, darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Aber wie ihr seht, allein durch das Bewegen und durch unsere legendären Gems einfach alles direkt getötet, was irgendwie hier einen Anspruch erhebt. Mir schon die Heilkugeln mitnehmen, dass mir meine Disziplin nicht so schnell ausläuft wie eben bei dem Versuch. So, wie gesagt, immer schön die Kugelchen mitnehmen. Eigentlich bräuchte ich auch Band der Habgier gerade nicht im Cube, aber mein Gott, wir haben halt jetzt drin, ist egal, macht sowieso keinen Unterschied. So, dann wollen wir doch mal gucken, was für eine Zeit wir gleich erreichen. Ich hoffe ja mal eine ganz gute. In der Hoffnung, dass wir noch ein paar Packs jetzt schnell finden. Wir haben ja doch noch ein bisschen was. Das werdet ihr nicht überleben.
Und gleich die nächste Ebene und gleich weiterrollen. Und auf jeden Fall unseren schönen Movement Speed ausnutzen. So, jetzt kommt hier unser Rift Guardian und tot. Finde ich ein sehr, sehr gutes Bild. Gerade so für kleine Greater Rifts und auch für T10, wenn die Gems noch ein bisschen optimiert werden, hier der Schmerzverstärker. Ich sag mal so, wenn er so Richtung, ja, mal so 80 ist, wenn mal alle Gems hier so Richtung 80 sind, und das Gear noch ein bisschen optimiert ist, dann macht das schon, glaube ich, richtig, richtig Fails auch in T10, auch mit mehr als einem Spieler. Kann man dann, glaube ich, gut was reißen. Der Movement Speed finde ich der absoluten Wahnsinn. Wir können jetzt sogar noch mal ein bisschen was machen. Wir haben ja hier beim Paragon, wir haben ja 11% Movement Speed, das heißt, wir brauchen nur noch 14. Dann können wir den ganzen Rest bei die Geschicklichkeit knallen. Ja, Angriffsgeschwindigkeit brauchen wir hier am wenigsten, genauso wie die Lebensregeneration. Ja, das passt schon alles soweit. Wobei hier schon fast Goldfund-Bonus sinniger wäre bei dem Bild. Wenn wir mal auf die Paragon-Punkte eingehen wollen. Wäre ja Goldfund-Bonus schon fast sinniger wegen Band der Habgier. Und man könnte es hier gegen Leben pro Treffer eintauschen. Macht natürlich jetzt in den Creator Rifts keinen Sinn. Aber wir skillen es trotzdem um. Und machen mal ein kleines und gucken mal, was das so ausmacht. Wenn wir hier ein bisschen umskillen. Und dann denken mal ein bisschen gelbes Zeug unterwegs aufzuheben. So. Das war natürlich jetzt der erste Kill, war natürlich jetzt easy beasy. Wo haben wir hier noch ein Elite-Pack dabei? Hier vorne nicht. Wir laufen mal weiter. Hier runter in die Ecke. Ja, das ist schon. Also das Bild macht schon einen riesen Fetz. So, mal den Movement Speed wieder bisschen hochpushen und schön den Dolchfächer hier reinknallen. Wieder mal nicht gut getroffen. Ist ja nichts Neues bei mir, dass ich nicht gut treffe. So, das war schon ein bisschen besserer Treffer. Und dann wollen wir uns nochmal ein bisschen hier durch die Gegend bewegen. Ja, der Trash müsste einfach schneller fallen. Der Trash, der fällt zu langsam. Der Rest, das funktioniert schon ganz gut. Ich tendiere trotzdem zur Gabe des Sammlers. Ein bisschen. Weil die halt einfach noch das Ganze wesentlich beschleunigt. Das Aufsammeln von den Kügelchen. Aber ich sollte irgendwie vielleicht auch mal ein paar Sachen auf Auto legen. Ich finde es eigentlich sehr praktisch, wenn man Begleiter die Gegner so zusammenzieht. Den Dolchfächer wieder nicht gut gezündet. Aber unser Gem erledigt den Rest. Der ist wirklich für T10 ist es der perfekte Gem. Der ist sogar so gut, dass ich den fast sogar mit dem Multishot-Bild spielen würde. Auf den kleinen Rift-Stufen. Macht sogar wirklich fast Sinn. Ach, jetzt habe ich den einen wieder nicht richtig getroffen. So, immer wenn ihr Gold aufsammelt, wird euer Kugelheil, Pfund, Bonus, Radius erhöht. Blut abschauen.
Wir haben ja noch irgendwo ein Elite-Pack, oder? Nö. Wo geht's denn überhaupt weiter? Hier geht's weiter. Jetzt haben wir auch endlich mal wieder unseren Wolf gerade mal gezündet. Nein, hat eben irgendwo was Elite-Pack-mäßiges. Das hier hinten ist mit Sicherheit wieder eine Sackgasse. Nee, machst du das halt keine Sackgasse. Gibt's das? Aber jetzt bin ich natürlich komplett ausgelaufen von an Ressourcen. Der Portalwächter ist hier. Das Bild ist schon gut. Also da muss man wirklich Dunkelvieh in den Hut zollen für das Bild. Ihr könnt euch, müsst euch auf jeden Fall mal anschauen, wie er das Bild spielt. Also wenn er es spielt. Er spielt es auch nur in seinem Tutorial-Video, spielt er das auch nur mit 800 Paragon-Punkten. Was heißt nur? Das hat ja nicht jeder 800 Paragon-Punkte. Aber das ist schon nice. Was für ein Speed das Bild hat, das ist schon wirklich bei ihm. Das ist der Wahnsinn. Obwohl halt eben nur 800... Ja, er hat es dann auch mal mit einer Null-Paragon-Challenge gemacht. Auch sehr interessant. So, ja, ich würde mal drauf tendieren. Wir machen mal Folgendes. Wir testen das ganze Bild mal im Mehrspieler-Modus. Und zwar machen wir das, gehen wir mal in ein öffentliches Neverland-Portal rein. Und testen ganz einfach mal das Bild jetzt mal ein bisschen live nochmal. Es macht natürlich bei mir nicht so viel Schaden wie mein Multishot-Bild. Ich vermute mal, aktuell ist sogar mein Multishot-Bild sogar noch schneller. Vor allem, man kann ja das Multishot-Bild auch auf Speed-Farming auslegen. Indem man ein paar Skills ändert. Und ein paar Items. So, komm, wir teleportieren uns mal hier zu Mariador, oder wie der heißt. Mariador! Hallo Mariador, zeig mal, was du so drauf hast. Und machen jetzt hier mal einen kleinen Test. Was macht denn ihr hier eigentlich so? Versuchen alle Mariador nachzulaufen. So, ist die Frage, ob ich das jetzt war oder jemand anders. Das war auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall meinen Dolchfächer schön gezündet. Also der Dolchfächer, ich denke mal, wenn wir damit richtig treffen, machen wir hier schon einiges kaputt. Die Gems, die müssten halt viel höher sein. Viel, viel höher. Dann wird das viel, viel mehr Fails machen. Ja, ich weiß, dass ich zu wenig Disziplin habe, das brauchst du mir nicht sagen. Das weiß ich selber. Ja, hier einfach mal ein bisschen Zeug umhauen. Haben wir hier natürlich ein schönes Pack und wir haben kein Dolchfächer mehr gesteckt gehabt. Zack. Also ich muss mich hier auch echt nicht anstrengen, irgendwie vom Speed her schnell zu sein. Das macht das Bild von ganz alleine. Wenn ich hier so schnell unterwegs, wenn der Schaden hier noch ein bisschen besser wäre, das war glaube ich auf jeden Fall nicht ich. Eben, aber wir haben hier einmal Schild. Knallen hier den Wolf Companion einmal schön rein. Hier hätten wir noch einen. Wo ist er denn jetzt hin? Sehr schön. Eigentlich an sich auch ganz gut getroffen. So. Oh, der Mariador. Hier, die geben aber Stoff hier unten, die Boys. Ich weiß nicht, warum man dann immer versuchen muss, hier durch die Mitte zu latschen, anstelle einfach einmal außen rum zu laufen.
Das ist was, was ich jedes Mal hier nicht so ganz verstehe, warum die Leute hier immer stur durch die Mitte rennen müssen. Stelle erstmal außen abzulaufen. Gut, man muss ja nicht alles verstehen. Ich bin mir da immer nicht so sicher, ob das meine, ob das mein Schaden ist oder nicht. Auf jeden Fall war der Dolchfächer schlecht. Den kann ich mir jetzt aufheben. Ja, die Jungs, die laufen hier auch einfach wild, wahllos über die Karte. Von mir aus bin ich dabei. Also das mit dem Dolchfächer, das muss ich ganz eindeutig noch üben. Der da eigentlich. Hallo Mariado. Der Portalwächter ist hier. Ja, wo ist er dann, der Portalwächter? Da ist er ja, der Gula. Frage, ob der Dolchfächer getroffen hat oder nicht. Hula Mahula. Das sieht auf jeden Fall aus, als wäre das Mariados Kill gewesen. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt eine Stunde erreicht. Knapp eine Stunde. Und ich würde sagen, einfach mal, wir beenden den Livestream für heute, weil wir haben jetzt ja auch schon 1 Uhr. Wer beim Livestream von meinen Standardzuschauern oder von meinen Stammgästen beim Zuschauen nicht da war, die dürfen sich das Ganze dann ganz gern einmal auf YouTube angucken, denn das wird der erste Livestream sein, den ich auf YouTube hochlade. Dürft ihr euch drauf freuen. Ich bedanke mich recht herzlich für alle Live-Zuschauer und freue mich auf alle Zuschauer bei YouTube. Und ich sage mal, ich schalte aus, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.